So. Oh, die Tara. Nackenprobleme, schon wieder. Der Sitz im Cockpit macht es nicht besser. Also die Moral ist hochgegangen und zwar mal richtig, richtig hoch. Gefällt mir. Unser Nachwuchs, unser Testfahrer. Ah, oh, klasse. So, wir verlieren nur noch 96.000 durch unseren neuen Sponsor, der uns ja 150.000 pro Rennen fix zahlt. Damit kann ich sehr gut leben, dass wir da ein bisschen weniger Verlust machen. Sponsoren, oh, wir sind nicht mehr letzter, was die Sponsoren angeht. Boxenmannschaft auch nicht. Mitarbeiter schon, Hauptquartier ja, Fahrer ja, Wagen ja. So. Nichtsdestotrotz, Tara, ich habe die neuesten Probleme mit dem Nacken. Mein Arzt sagt, es sei nichts Ernstes, aber die Heilung wird eine Weile dauern. Ich kann immer noch Rennen fahren, aber werde nicht in Topform sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die doch schon nicht in Topform ist, könnten wir ja eigentlich unseren zweiten Fahrer mal nach vorne setzen und sagen, hey, du könntest doch mal, oder? Wie sieht's denn aus? Entwicklungszentrum, na endlich. Oh. Marketinggelegenheit. Hallo WDKS. Hier bei der GMA haben wir Pavel Vassiljevic schon seit längerem Auge. Er scheint uns als perfektes Beispiel der guten, reinen Werte, für die unsere Organisation steht. Was? Würden Sie es als persönlichen Gefallen für mich erlauben, wenn Pavel in unserer neuen Kampagne auftritt? Es könnte Pavel etwas ablenken, aber andererseits ist es auch nichts Schlechtes, wenn Onkel Ernie Ihnen einen Gefallen schuldet. Denken Sie darüber nach. Neue Eigenschaften, Mediengewalt, Stimmen plus 1, Transaktion 500.000. Oh, ja. 500.000, okay, die sind mir nicht so wichtig. Jetzt fahren wir in den Ardennen. Regenwahrscheinlichkeit von 40%. Gefällt mir. Das ist aber ganz geil. Also neue Eigenschaft Mediengewalt. Bei Pavel. Mal gucken, Mediengewalt. Marktfähigkeit plus 25. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, so viel kriegt er aber nicht dazu. Also er verbessert sich nicht so gut. Wie sieht es denn da mit unserer Tara aus? Gut aussehen, Nackenprobleme und Bodyguard. Klasse. Na, die müsste sich auch mal auf Dauer eigentlich verbessern, oder? Also eigentlich schon. Aber irgendwie tut sie es nicht. Oh, da fällt mir ein, die Musik wieder ausmachen. Entschuldigung. Habe ich tatsächlich. Und das Entwicklungszentrum ist fertiggestellt. Es ist der Wahnsinn. Unsere Bremsen sind zu schwach. Ja, bei uns ist alles zu schwach momentan noch. Unser Entwicklungszentrum Stufe 2 von 4. Neue Gebäude. So. 14 Wochen. Das dauert. Oh, das dauert. Eieieiei. Uiuiui. Das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Ehrlich gesagt ist mir das alles zu. Oh, zu heftig. Gebäude erweitern. Uiuiui. Ach, nee, ich glaube, meine Gebäude lasse ich erstmal in Ruhe. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit dem Geld zu Schlag kommen hier noch. Okay, Wagen wird jawohl in 2 Tagen auch fertig. So jetzt? Nix, okay. Achso. Ah, in München kommt die European Racing Series wieder dran. Die Frau Dreifuß, die ist da echt gut dran hier. Oh, die Amanda. Hat das Rennen gewonnen. Wo ist denn die Frau Dreifuß da? Ah, gut gemacht. So, unser Fahrzeug ist gleich fertig und in 10 Tagen auch noch. In 10 Tagen auch noch die Zuverlässigkeitsverbesserung. Auch das gefällt mir gut.
Nein, Patrick, ich habe keinen Urlaub. Ich wurde krankgeschrieben, weil ich kurz vor einer Lungenentzündung stande. Und bin Gott froh, dass ich sie nicht abgekriegt habe. So, jetzt haben wir einen hervorragenden Motor, der von der Leistung her genauso gut ist wie. Ja, dann können wir die nochmal der Tara geben. Dann hat die jetzt auch einen deutlich besseren Motor. Das gefällt mir doch. So, Bau vom Motor abgeschlossen. Jawohl. Und wir entwickeln gleich wieder ein neues Teil. Oh, hey. Was denn das? Was denn das? Warum sind wir da so schlecht auf einmal wieder? Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Nee, das ist nicht ganz so geil mit also Grippe und in Übergang zur Lungenentzündung zu sagen. Aber ich habe Gott sei Dank Sachen dagegen bekommen und die helfen jetzt auch ganz gut. Episch gesperrt. Ja, warum gesperrt? Also wir haben auf jeden Fall. Ja, okay. Naja. Was sollten wir jetzt als nächstes machen? Getriebe. Können wir hier vielleicht noch irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Warum ist das gesperrt? Frage ich mich. Gut. Wahrscheinlich, weil wir die Gebäude nicht dazu haben. Dann machen wir doch am besten mal. Das würde helfen, ehrlich gesagt. 6 Tage nach dem Rennen, das ist nicht so schlimm, aber wir verbessern mal unsere Bremsen. Verzeihung. So, wir verbessern die Bremsen an unserem echt sexy Fahrzeug hier. Das übrigens meine Freundin designt hat. Nur mal das dazu. Also, wenn es Beschwerden gibt, bitte bei der Freundin beschweren, die hat das Fahrzeug gemacht. Vorauszahlung 1,25 Millionen. Jetzt haben wir noch 3 Rennen, das lassen wir mal jetzt. Gucken wir mal noch. Kein Safety Car mehr für World Motorsport Championship. Was? Sieht doch schick aus, ist mal was anderes. Ja, aber es gibt Leute, denen gefällt so eine Farbe definitiv nicht. Also ich gehöre nicht dazu, ich find's ganz witzig. Aber für die, die sich dann beschweren möchten, auch auf YouTube natürlich, ne? Es war die Freundin. So. Die höheren Mächte in der GMA erwägen eine Regeländerung, bei der echte Safety Cars zugunsten von virtuellen Safety Cars komplett abgeschafft würden. Einige Fans werden sich sicher gegen die Idee sträuben, denn das echte Safety Car und die dadurch herbeigebrachte Unvorhersehbarkeit im Rennen gehört zu den beliebtesten Aspekten der World Motorsport Championship. Eine Person von Scuderia Rossini, Fahrer Dieter Wechsler, befürwortet das Virtual Safety Car. Mit dem Virtual Safety Car wird die Geschwindigkeit aller Fahrer elektronisch geregelt, so bleibt also der Abstand zwischen den Fahrern genau gleich. Warum sollten die schnellsten Fahrer dafür bestraft werden, wenn jemand anderes einen Fehler macht? Ja gut, dass der das natürlich so sieht, das ist mir klar. So, wir gehen. Was würde es helfen, wenn ich sie zurücklasse? Achtung, ein Fahrer ist verletzt. Verletzte Fahrer können im HQ bleiben, um sich zu erholen. Zu Hause gebliebene Fahrer können sich während den Rennwochen erholen sich während dem Rennwochenende schneller. Gut, dann erholst du dich jetzt mal einfach und wir nehmen ausnahmsweise mal den Herrn mit. Der ist nicht so gut. Aber ist nicht so schlimm. Sponsorenwahl. Gut. Reifenauswahl. So, wir nehmen wieder ausgeglichen die Reifen mit. So, Teilinstallation. Fahrzufriedenheit unsicher. Naja, gut, dann sei halt unsicher. Das ist Beschleunigung nützlich, kritisch und kritisch. Naja, gut. Wir finden es raus, würde ich sagen, ne? Nein, ich habe mir die Matches noch nicht angeguckt, von dir, Patrick. Muss ich noch machen. Werde ich nachher mal tun in Ruhe. Und Bastian, vielen lieben Dank für dein Follow übrigens. Ich habe es gerade gesehen, ich habe gerade rüber geschaut, so kurz. Nicht wundern, ich habe nur keine Twitch-Alerts drin, weil ich das Ganze für YouTube aufnehme. Aber ich habe es wahrgenommen. Vielen lieben Dank.
So, das Training in den Ardennen. So, wir nehmen natürlich Pavel und dich. So. Das erinnert mich doch sehr an Spa. Und die Form sieht ein bisschen strange aus. Aber okay. Ich möchte dazu jetzt mal nichts sagen. Pavel möchte also gerne ein bisschen höheren Abtrieb wohl haben. Gleichzeitig aber sehr ins Untersteuern gehen. Zumindest sieht das jetzt von der Tendenz her mal so aus. Und mehr auf maximale Geschwindigkeit. Das werden wir rausfinden, ob das tatsächlich so ist. So, und gut, beim Herrn Williams, da bin ich mir jetzt halt überhaupt nicht sicher, was wir mit dem machen. Den geben wir auf jeden Fall mal einen hohen Abtrieb. Lassen den mal so relativ zentral und nehmen das mal so. Der darf. Nehmen wir den auf. Ne, den nehmen wir auf harten Reifen. So, zum Training. Jetzt schicken wir die Jungs erstmal los. Du machst Qualifying Trim eine Runde, jawohl. Und auch du machst bitte einen Qualifying Trim. Jawohl. So, und dann schicken wir die mal los, die zwei. Bin mal gespannt, ob der Junge überhaupt irgendwas kann. Oder ob der jetzt komplett abkacken wird, was das Rennen angeht. Müssen wir nicht eine längere wählen? Okay, längere Getriebebesetzung, kein Problem. Aschewinkel ist nicht perfekt, okay. Okay, hervorragend, okay, das ist auch geil. So, einer ist super, der Rest ist nicht so geil. Okay, also er möchte weniger Abtrieb. Das können wir dir ganz schnell besorgen, kein Problem, Mann. Das Fahrverhalten ist hervorragend, sagt er. Und die Geschwindigkeitsbalance ist nur okay. Und Getriebeübersetzung hat er gesagt, müssten wir nicht eine längere wählen. Dann wählen wir doch mal eine längere. Geben doch mal einen Qualifying-Trim. Und gucken gleichzeitig mal, wie der junge Herr das hier sieht. Also er möchte auch längere Getriebeübersetzung, auch die kriegt er natürlich. Das Fahrverhalten. Ja, jetzt muss man natürlich mal riskieren. Ne? Ich gebe ihm auch mal ein bisschen weniger Abtrieb. So, und dann gucken wir mal, was er dazu meint. Ah, da können die zwei wieder hintereinander rausfahren. Ja, ist okay, ist okay. Jawohl, Konfigurationswissen freigeschaltet. Jung, 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 jung. Also Pavel natürlich definitiv der bessere Fahrer. Haben wir am Abtrieb was gedreht? Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Für ihn funktioniert das gar nicht. Für Pavel ist es super. Okay, gut, hervorragend. Naja, gut. Okay, ein bisschen besser geworden ist es schon mal. Jetzt gucken wir mal, was bei Pavel abgeht. 87%, okay. Der Abtrieb ist hervorragend, das Fahrverhalten ist gut und auch die Geschwindigkeitsbalance ist gut. Die war da hervorragend, das heißt, er möchte mehr in Richtung Übersteuern zurück. Und dafür geben wir ihm mal eine ganz lange Übersetzung. So, jetzt darf er aber einen Renntrim fahren. 8 Runden und kann die Reifen hier komplett benutzen jetzt. So, der gute Mann hier. Abtrieb findet er jetzt gar nicht mehr so witzig auf einmal. Also er mag mehr höheren Abtrieb. Den kann er von mir aus gerne haben, wenn er möchte. Okay, wir sind ein bisschen weiter rüber, sehr gut. Das fand er vorher nicht so toll. Geht jetzt mehr in die Richtung. Das heißt, er möchte eher eine härtere Federung. Und das. So, dann probieren wir das einfach mal. Qualifying Trim. Du darfst allerdings jetzt 2 Runden fahren und nimmst die harten Reifen. So. Und go. Dann fahren sie wieder zusammen los. Ist das nicht schön? Die fahren immer zusammen los, die zwei. Ist das nicht toll? Konfigurationswissen freigeschaltet. Sehr schön.
kommt auch bei ihm gleich das Konfigurationswissen. Gute Arbeit, Lenkung ist jetzt viel besser. Leute, der Abtrieb passt jetzt nicht mehr. Jetzt auf einmal. Was ist los mit dir, Mann? Oh. Okay. Reinholen, reinholen. Gut, schlecht, ausgezeichnet, hervorragend. Okay. Schon wieder 87%, ist ja wohl eine Frechheit. Okay, vorher waren wir hier, das heißt, er möchte nicht ganz so viel. Dann machen wir das so. Ausgezeichnet, das ist hervorragend, gut. Renntrim, jetzt kannst du noch Regenreifen mitnehmen, Junge. Abtrieb funktioniert jetzt plötzlich gar nicht mehr. Also müssen wir eher so in die Richtung. Gucken wir mal. Das heißt, wir müssen mehr so in die Mitte hier rein. Ja, das dürfte in etwa hinkommen. Fahrverhalten findet er so ausgezeichnet und die Geschwindigkeitsbalance findet er... Findet hervorragend. Qualifying Trim, Regenreifen. Du fährst allerdings jetzt einfach 3 Runden, ist egal. Jetzt hat sich sowieso erledigt von der Zeit her. So, einfach auf Regenreifen noch. Hat jetzt eh keinen Sinn mehr. Aber wir können jetzt mal gucken, vielleicht kommt noch irgendwas Schönes bei rum. Ja, fühlt sich jetzt viel besser an. Geschwindigkeitsbalance fühlt sich jetzt viel besser an. Wunderbar. Ja gut, jetzt Training ist vorbei. Das Fahrverhalten ist perfekt. Perfekt. Also das höre ich doch gerne. Wenn die Fahrer schon sagen, das ist perfekt, dann höre ich das gerne. Ganz ehrlich. Also das höre ich gerne. So. Pavel auf Platz 16. Naja, gut, mit weichen Reifen gegenüber Medium-Reifen. Und unser Adric Williams, der wird sich da ganz hinten einfach einsortieren und wird sagen, naja, ist halt so. WKS Motorsport ist das coolste Team in der World Motorsport Championship. So viel steht fest. 1-11. Geil. Die Bianca Cravo, die steht auf uns. Die findet uns super. Ist auch mal schön, oder? So. Qualifying Trim Stufe 2 und weiche Reifen. Es soll. Na gut, es soll kein Wasser kommen, also. Nehmen wir auch das. So, jetzt gucken wir. Oh, das sieht doch schon besser aus, Freunde. 93%. Das heißt, noch ein bisschen weniger findet er wahrscheinlich auch sehr gut. So, aber mehr machen wir nicht. Dann geben wir ihm die weichen Reifen. Und der junge Mann hier, dem gefällt das ja richtig gut anscheinend. Oh. Okay, dann machen wir das noch auf hervorragend. Dann dürfen wir dann noch auf 98% oder 97% kommen. Und dann simulieren wir jetzt nur die Session. Und warten einfach mal ab, ob unsere Jungs was reißen im Qualifying. Also Pavel dürfte von mir aus gerne wieder auf Platz 16 sich qualifizieren. Hätte ich kein Problem damit. Jetzt gucken wir mal, ob er sich einreiht. Oh, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich bin mal gespannt, ob Pavel noch was reißen kann. Sieht nicht so aus. Nee. Ah, der Williams, der Adric, reißt da jetzt auch nicht viel. Schade, nach einem relativ guten Training. Dann wieder das eigentlich gewohnte Ergebnis im Qualifying. Schade. Schade. Ah, doch wieder relativ deutlich hinten dieses Mal. Ich weiß nicht, was die Fans von WDKS Motorsports noch in dem Team sehen. Das grenzt ja schon an Masochismus. Holy shit. Danke an Tara Jillen für die unverblümten Antworten in unserem Radio-Interview. Da ist wohl jemand nicht besonders glücklich. Ja. Harry Chapman erreicht Pole Position für WDKS Motorsport? Moment, was? Er hat
WDKS Motorsport, ich habe mein Schlafzimmer in euren Farben gestrichen, jetzt gibt's Ärger mit der besseren Hälfte, lol. Wow. Wow. Oh wow. Das Rennen. Oh, es soll regnen. Es soll auch noch regnen. Ja gut, aber das Intermediate-Reifen nutzen sich langsamer ab. Das ist gar nicht so schlecht. Dann können wir die Intermediates vielleicht drauf lassen. Und nehmen das jetzt noch dazu. Konfiguration. Das sieht doch gut aus, Freunde, oder? Sehr schön. Fahrerstrategie lassen wir mal so. Starten das Rennen. Ich gucke jetzt gar nicht mehr in die Startaufstellung. So, Pavel. Jetzt zeig mal her, Junge, was du kannst. Oh, wow. Wow, was für ein Start von Pavel. Oh, und da ist gleich jemand richtig von der Strecke abgekommen. Der Herr Vasquez. Oh, Pavel, der hat aber richtig Probleme anscheinend. Ja, ich habe mit Absicht dieses Mal übrigens weiche Reifen draufgelassen, weil wir sowieso nach so circa, ja, 10 Runden wahrscheinlich sowieso wechseln müssen. Aber der Pavel, der scheint damit gar nicht zurechtzukommen irgendwie. Mit den weichen Reifen. Scheint ihm nicht so zu passen. Aber jetzt setzt er mal zum Überholmanöver an. Kann er sich da durchsetzen? Nein. Oh, doch kann er. Gegen Moreno. Aber mit dem haben wir es die ganze Zeit schon, mit dem Moreno. Und unser Edric Williams. Platz 17, immerhin. Ganz ehrlich. Ist doch schon mal okay. Oh, und jetzt muss ich Pavel gleich wieder von Moreno überholen lassen. Oh, und dann kassiert dann gleich wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah. Das wird ein Kampf wieder. Freunde, das wird wieder ein Kampf, ey. Die Frage ist, so wenig wie es regnen wird, lohnt sich es dann überhaupt Intermediates aufzuziehen? Das ist jetzt die Frage. Oh, Nilo Sarinen hatte einen Unfall. Oh. Und direkt der erste Ausfall nach gerade mal 2 Runden. Heieieiei. Nach gerade mal 2 Runden schon der erste Ausfall. Und dann auch noch ein Scuderia Rossini. Für uns natürlich umso besser. Ja, weil wir dadurch einen Platz gewinnen werden. Oh. Ja, Pavel, da brauchst du dich eigentlich auch gar nicht aufregen, weil in dem wirst du nicht vorbeikommen. Der wird dich jetzt abhängen. Innerhalb der nächsten Runden. Und Edric wird er auch gleich holen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, jetzt holt er sich über außen. Oder? Ah, noch nicht. Und jetzt fängt es an zu regnen. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Es fängt jetzt an zu regnen. Oh, Edric, der kämpft dagegen den Vasquez. Das ist ja der Wahnsinn. Und er hält sich immer noch vorne. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt wurde er ausbeschleunigt. Ja, jetzt ist er ausbeschleunigt. So, jetzt ist die Frage. Ah, das Wasser bleibt gar nicht. Es bleibt gar nicht so viel Wasser auf der Strecke, dass sich das lohnt, auf Intermediates zu gehen. Also wäre es tatsächlich besser gewesen, die Medium-Reifen draufzuholen. Ah. Mist. Strategiefehler. Klarer Strategiefehler. Und Pavel, der lässt sich jetzt von Moreno überholen. Ja, Pavel hat jetzt natürlich mit der Haftung zu kämpfen. Edric, ich bin relativ überrascht von ihm eigentlich, wie sehr sich der junge Mann da jetzt hält. Also macht das gar nicht so schlecht, dafür, dass er eigentlich ein sehr unerfahrener Fahrer ist. Keine Erfahrung hat, gar nichts im Prinzip. Auch kaum Einsatzzeit hat eigentlich bei uns. Dafür macht er das eigentlich echt gut momentan.
Muss er nur aufpassen. Ja, jetzt wird er kassiert. Ah, kämpft er noch gegen Moreno. Hat jetzt die Innenseite, aber... Ah, nee. Muss er sich geschlagen geben, leider. Da muss er sich geschlagen geben. Ist halt so. Und Pavel will gleich an Edric vorbei. Schafft er aber noch nicht. Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn das in der Reihenfolge so ausgehen würde. Da, wie gesagt, Edric ja sowieso keine Erfahrung hat. So, es kommt noch mehr Wasser auf die Strecke, aber das... Ja, jetzt hat Pavel ihn überholt. Oh, wird aber gleich wieder überholt. Jetzt geben sich's die zwei. Oh, die geben sich's richtig, die zwei. Gefällt mir, dass sie den Teamkampf hier am Leben erhalten. Wenn sie schon nicht gegen den Rest des Feldes ein Rennen fahren können, dann sollen sie wenigstens gegeneinander Rennen fahren. Ist auch okay. Und so haben wenigstens wir was zu gucken. Wie die zwei sich's da geben. Ah, aber jetzt setzt er sich wieder ein bisschen ab, der Edric. Jetzt werden die Zeiten schlechter mit den soften Reifen, weil jetzt halt doch mehr Wasser auf der Strecke ist. Meine Reifen sind etwas kalt. Soll ich aggressiver fahren? Nein, tu's nicht. Wir werden auch so früh genug in die Box müssen. Bodenhaftung sehr gering. Ja. Oh, jetzt hat Pavelin aber gut überholt. Oder auch nicht. Oh, Edric gleich wieder mit dem Gegenmanöver. Hat dann jetzt wieder Pavel. Ach, die zwei geben sich's richtig da. Okay, so, wir spulen mal ein bisschen, weil jetzt ist die Action sowieso vorbei in dem Rennen. Edric verliert jetzt immer mehr auf Pavel und damit hat sich dann auch da entschieden, wer welche Position einnehmen wird. Also das Wasser erreicht jetzt gleich seinen Höchstpunkt. Und dann geht es auch langsam wieder zurück. Also von daher brauchen wir jetzt da auch nichts mehr machen. Und jetzt geht's auch. Jetzt sieht man auch wieder, jetzt fahren sie auch wieder bessere Zeiten, die Jungs. Also ist jetzt wohl die schlimmste Zeit vorbei, was den Regen angeht. Und die Jungs können jetzt beruhigt einfach weiterfahren. Aber beide nicht gerade in bestechender Form. Wenn man ehrlich ist. So, das Wasser geht zurück. Sehr schön. Man dürfte irgendwann auch wieder Grip dazukommen, hoffentlich. Hoffentlich. Ah, jetzt... Jetzt sieht das besser aus. Es hat auch aufgehört zu regnen, das heißt, jetzt geht es für uns wieder bergauf. Zumindest noch ein paar Runden. Und Pavel kämpft da vorne. Zumindest noch ein bisschen was rauszuholen. Jetzt geben wir ihm einfach mal ein bisschen mehr Motorleistung. Vielleicht kann er ja noch was machen. Also zumindest ist er nicht abgeschlagen. Also er kann noch dranbleiben. Er holt jetzt tatsächlich gut auf. Also das so. Uiuiuiui. Also ist er gerade schon ein bisschen am Ranziehen gewesen. Jetzt verliert er wieder leider. Verliert er immer. Aber er kann immer noch. Also im ersten Teil der Strecke ist er besser. Oder auch nicht. Jetzt verliert er wieder.
Oh, jetzt verliert er massig Zeit gerade. So, die letzten zwei Runden lassen wir ihn jetzt kurz aggressiv fahren, dann holen wir ihn eh rein. Ich muss jetzt nur kurz ein kleines Fenster schaffen, dass ich den Edric Williams ein bisschen später hole. Oh, Pavel vielleicht noch irgendwas hinbekommt in der Zeit, ein bisschen Fenster einholen noch. Naja, wow, jetzt holt er, ui, jetzt holt er aber gerade richtig, wow. Wow, also jetzt hat er gerade in einer Runde über eine Sekunde abgenommen. Also Respekt, Pavel, Respekt. So, leider Gottes muss ich dich jetzt aber in die Box holen. 14 Runden ist er jetzt mit denen gefahren. Wenn ich ihm jetzt harte Reifen gebe, kann er durchfahren. Teilezustand sieht soweit auch noch in Ordnung aus. Wir können sowieso nichts sparen, also machen wir das. Wir gucken jetzt mal, wenn er dann durchfahren kann. Wir hoffen, dass es keinen Regen mehr gibt. Ach, sonst kann ich die Strategie gerade nicht einstellen. So, Strategie machen wir wieder auf normal zurück. So, und jetzt kommst du dran, mein Freund. Auch du kriegst harte Reifen. Teilezustand ist alles noch in Ordnung. Das gefällt mir. So. Jetzt darf der doch in die Box. Dann gucken wir mal, wenn Pavel tatsächlich durchfahren kann, was ich jetzt hoffe. Haben wir vielleicht noch die Chance, irgendwen aufzuholen? Ich weiß es nicht, ob, aber... mal sehen. Oh, ein Fehler beim Reifenwechsel. Oh. Mike Grobe. Ich warte, es war Mike. Oha. Junge, du bist Ersatzfahrer. Jetzt beruhig dich doch mal. Es geht ab mit dir. So. Jetzt können wir im Prinzip das Rennen eigentlich auch durchspulen. Sorry, wenn ich das so sage, aber... es gibt nicht gerade die Möglichkeit, dass da jetzt noch sonderlich viel passieren wird für uns. Außer es ändern sich arg einige Dinge, von denen ich aber nicht ausgehe. Yeah! Sorry. Ja, wie gesagt, ich vermute nicht, dass jetzt großartig noch was passieren wird für uns. Die Boxenstops kommen erst noch. Wir haben über 20 Sekunden Rückstand, also... knapp jetzt sogar 30 Sekunden. Von daher, das lassen wir jetzt einfach durchlaufen. Ich. Reifen kalt. Ja, weiß ich. Ich weiß, dass die Reifen kalt sind. Jetzt gucken wir einfach mal. Nein. Jetzt gucken wir einfach mal. Vielleicht wird es gut läuft mit einem Boxenstopp. Oder dass noch einer ausfällt, weil ansonsten werden wir hier nichts mehr machen können. Der Edric fährt da, Pavel. Ah, neue Bestzeit, wie ist es gefahren mal persönlich, ist doch auch schön. Hier die vor uns, die müssen doch in die Box. Aber ansonsten wird da nicht mehr viel passieren. Ja, schade. Morph ist noch 8 Sekunden vor Pavel und die wird sie auch nicht kriegen, weil super soft. Keine Chance. Wie lange fährt er jetzt schon damit? 14 Runden. Und er hat jetzt noch 64%. Das heißt, in so 3-4 Runden lasse ich ihn dann aggressiver fahren. Die Gangwechsel fühlen sich etwas komisch an. Haha. Nö, ihr fahrt durch. Ist mir jetzt egal. Ihr fahrt jetzt durch. Wir haben genug Benzin, um anzugreifen. Das stimmt allerdings. Da hat er nicht unrecht. Oh, wow, was? Ein Überholmanöver? Ich muss in die Box, das ist Zeit für ein Termin. Jetzt wird es noch weiter regnen. Das wird bis zum Ende des Rennens nass bleiben.
Weißt du was? Du kriegst deine Intermediates. Jetzt reparieren wir aber trotzdem nicht. So, und hier gehen wir auch noch Intermediates. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ganz ehrlich. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber wir riskieren es. Wir riskieren es einfach. Bitte, 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 bitte. Danke. Wir riskieren es jetzt einfach mal mit Intermediates. Ich weiß nicht, ob es was hilft oder nicht, aber ich vermute eigentlich fast nicht. Sieht nicht so aus. Egal, wir lassen es jetzt einfach. Wir lassen sie jetzt einfach durchfahren, die Jungs. Das könnte auch voll auf aggressiv gehen eigentlich. Drei Runden Überschuss, den lassen wir jetzt auch noch voll durchdonnern. Oh, Pavel holt voll auf. Ja, bis zum Ende des Rennens bleibt genug Wasser auf der Strecke auf jeden Fall. Getriebe schlechter Zustand, ja, ist okay. Ist okay. Wenn das Auto kaputt geht, geht's kaputt. Nein, sollen wir nicht. Wir legen jetzt keinen Boxenstopp ein, wir fahren jetzt durch das Rennen. Oh, er holt da aber noch ganz schön auf. Nur leider wird er es nicht mehr schaffen. Oh, ist das traurig. Er hat es halt auf 4 Sekunden ran geschafft. Schade. Schade. Auf 4 Sekunden hat er es ran geschafft, der Pavel. Aber gut. Aber gut. Ist nun mal so. Diana Oliveira, die holt jetzt ganz schön viele Rennen auf einmal. Da ist nichts mehr mit Steinmann Motorsport, die hier dominiert angeblich. Nee, nee, nee. Das ist nicht mehr so der Fall. Jetzt gucken wir mal. Ein Stopp. Boah, die sind mit einem Stopp durchgefahren. Hinten wurden dann zwei hingelegt. Wir haben auch zwei hingelegt. Sachinen ist halt ausgefallen. Ist okay. Ist okay. Fahrzeugüberprüfung. Bäh, hier, Freunde. Hier. Weiß ich schon, dass da nichts geht. Das müsst ihr mir nicht erklären. So, jetzt gucken wir, was im Rennen noch kam. Nö. Also nix. Oh.